Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play RimWorld. Und da geht es natürlich weiter. Ja, wir sind hier dran, dass wir zum einen natürlich die Zimmer für unsere Kolonisten fertigstellen. Die Wände haben wir schon mal so weit fast dicht hier. Also, das ist schon mal ein geschlossener Raum im Vergleich zu draußen natürlich. Hier müssen wir noch kurz das natürlich auch noch schließen. Dann hätten wir das auch. Und dann können wir uns natürlich um die letzten zwei Zimmer noch kümmern, die dann noch fehlen würden. Besser gesagt, wir werden natürlich erstmal die Betten reinstellen müssen. Aber eins nach dem anderen. So. Ich glaube, das Material ist schon mal so weit dort. Das heißt, wir können hier das Bett schon mal auswählen und sagen, hier bitte ein Bett hin, da eins hin, da eins. Und wenn es geht, hier auch noch. Jawohl. So, dann hätten wir schon mal, wie gesagt, die Zimmer so weit, dass wir auch das natürlich schon mal erledigt hätten. So, ich überlege noch, wo wir die letzten zwei Zimmer hinstellen. Ob wir die jetzt hier nochmal außen mit dran machen, weil mir das dann fast schon zu weit, naja, in das Gebiet hier reingehen würde. Wäre aber, glaube ich, vielleicht auch gar nicht mal so schlimm. Müssen wir mal noch überlegen. Auf der Seite würde sich zumindest das sehr gut anbieten, dass wir ja die Teufelsgarn-Plantage für den nächsten Sommer anlegen. Denn das Teufelsgarn kommt ja so oder so dann ins Lager rein. Das wären dann halt kurze Wege. Hier oben den Bereich könnten wir dann eher für die Anbau, also für den Nahrungsmittelanbau nutzen. Und das wäre eine Maßnahme. So hat man das ein bisschen aufgeteilt, weil hier ist dann auch gleich die Küche und so weiter und so fort. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Dementsprechend, tja, wir könnten hier nochmal Zimmerchen dazusetzen. Werden wir mal machen. Wir gehen das Thema mal an. Sagen hier nochmal 9 Felder breit bitte und dann erstmal bis hier hoch. Und dann so und dann hier noch mit ran. Jawohl, und dafür werden wir hier den Gang nochmal ein bisschen ausbauen. Bis dahin werden hier nochmal die Granitautotür mit reinstellen, werden hier die Autotür mit dabei haben und wenn es geht, dann hier auch nochmal. So, plus hier, das wäre noch eine Maßnahme und dann müssen wir das halt doch nochmal ein bisschen verlegen hier. Kriegen wir aber alles hin. Stromleitung brauchen wir natürlich auch, die ziehen wir dann hier voll durch, jawohl. Und dann hier nochmal die Querverbindung, jawohl. So, das hätten wir schon mal vorbereitet. Gut. Dann könnten wir natürlich langfristig dann diesen Türbereich wieder abbauen und diesen ebenso. Dann wird das halt alles eins werden. Und ich glaube, dass das dann auch ganz gut aussehen dürfte. Da haben wir dann zumindest erstmal wirklich alle unsere Kolonisten relativ zentral untergebracht. Und wie gesagt, wenn wir dann hier vielleicht das sogar noch schließen, das wäre auch noch eine Maßnahme, das können wir auch mal probieren. Strukturen, und zwar Granitwand. Wir müssen uns ja natürlich auch um unsere Verteidigung kümmern, dass wir das natürlich auch auf eine gute Art und Weise hinbekommen, dass wir nicht von zu vielen Seiten auf einmal angegriffen werden können, dass die dann halt sich doch dazu entscheiden, hier zum Beispiel außenrum zu laufen. Hier, das könnte man noch dicht machen. Das wäre noch eine Maßnahme, das machen wir auch schon mal. So, dann hätten wir jetzt hier nämlich diesen Einzugsbereich und den könnten wir quasi ein bisschen aufteilen. Ich glaube, wir müssten hier halt einen Eingang reinbauen und hier vielleicht dann auch nochmal einen Eingang. Das heißt, wir hätten hier schon zwei Standorte, wo wir dann die Kanonen hinstellen müssen. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Und müssen uns natürlich aber hier auf der Seite ebenso kümmern, dass wir das hier irgendwie, ja, abdichten können. Ja, ich weiß noch nicht ganz, wie wir es anstellen sollen. Weil wir sind hier von allen Seiten im Groben und Ganzen gut angreifbar. Und das ist natürlich nicht ganz so prall. Aber vielleicht finden wir da noch irgendwie eine Lösung. So, angeblich sind vier Kolonisten untätig. Was daran liegt, glaube ich, wir bekommen nicht genug Steine hier ran. Genau. Vielleicht sollten wir dafür einfach mal noch einen weiteren Verarbeitungstisch hier aufstellen. Lass das mal machen. Dass wir hier vielleicht noch mit einem dazustellen. So, leg mal los. Da habt ihr erstmal wieder ein bisschen was zu tun. Genau, und dann kann das natürlich auch gleich einer in Angriff nehmen. Stelle Steinblöcke her und zwar für immer. Und Details, das wird natürlich auch nochmal so angepasst, dass es Radius oder vom Radius her soweit in Ordnung geht. Genau. So, dann könnte sich mich darum jetzt auch noch einer kümmern. Sofern wir hier noch generell einen zweiten Handwerker drin haben. Was wir aber auch haben. Also wunderbar. So, dann wirst du das mal auf Level 2 bekommen, wenn du sonst nichts zu tun hast, sozusagen. Er könnte es eigentlich auch noch auf Level 2 bekommen. Ja, das machen wir mal. Er spielt zwar Reiniger in erster Linie, aber es macht nichts. Er kann halt auch notfalls mal sowas machen. Genau, und da legt er auch direkt los, der Grupp. Wunderschön. Und dann geht das natürlich noch ein bisschen flotter, dass wir hier das Material soweit zurechtbekommen. Gut. Ach, guck mal hier oben. Hier können wir auch schon
die Granitwand mit reinsetzen als Stützbalken. Und dann können wir das hier eigentlich auch in Auftrag geben, dass das soweit alles abgebaut wird. Zumindest hier komplett. Hier auf der Seite müssen wir dann halt nochmal gucken. Das wären 8 Felder. Hier wären 5 Felder. Okay, also machen wir es mal so. Dann hier genau dasselbe. So, dann machen wir dort noch einen Zugang und legen wir hier auch nochmal einen Zugang. So, das sollte passen. Gut. Da muss halt, wie gesagt, hier der Stützbalken rein. Hier muss ein Stützbalken rein. Und dann könnte man theoretisch halt das Lager noch dementsprechend vergrößern. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob das hier funktioniert. Aber ich hoffe mal schon. Forschung abgeschlossen. Wunderbar. Und dann bitte die nächste Forschung angehen. Elektronischer Schmelzofen, das wäre noch eine Maßnahme, das werden wir mal erforschen. So, hier, das wird auch allmählich. Guck mal, hier die Betten, ja, die Hälfte des Materials haben wir schon mal. Hier gerade mal ein Drittel. Ja, die bauen halt auch die Wände halt. Da müssen wir mal gucken, aber irgendwie kriegen wir das natürlich hin, dass die dann alle auch ihren eigenen Schlafbereich haben. Das wäre für die natürlich ganz toll. Und schauen wir mal. So, ich glaube, hier die Stromleitung müssen wir noch dicht machen, genau. Und wenn das dann soweit dicht ist, können wir die hier nämlich rausreißen. Dann haben wir diesen optischen, ja, Mankel ja nicht. Lass mal gucken. Verrücktes Tier, Eichhörnchen. Von wo kommst du? Okay, du kommst von der Westseite rein, von der Ostseite rein. Okay, das heißt, das würde reichen, wenn wir da jemanden draußen postieren. Wen können wir denn dann nehmen? Vielleicht den Vector mit dem Scharfschützengewehr. Mal gucken, ob er das alleine hinbekommt. Jack wäre notfalls auch noch in der Nähe. Den können wir eigentlich mal direkt daneben hinstellen. So, ich glaube, das ist es. Jawohl, Menschenjäger. Und dann werden wir es mal gleich kalt machen. So, ich hoffe, Vector schießt gleich. Sobald es in Range ist. Okay, ist noch nicht in Range. Aber jetzt, okay, legt er automatisch los. Wunderbar. So, das Eichhörnchen ist gerade auf Excel hinterher. Hm, vielleicht schaffen wir es noch. Okay, das wird nix. Excel hat aber notfalls auch noch eine Waffe. Mal gucken, ob er es noch hingerichtet bekommt. Jawohl, hat funktioniert. Wunderschön. Gut. So Leute, dann könnt ihr wieder machen, was ihr für richtig haltet. Das ist halt hier der Vector, wenn er tragen darf. Ich weiß es nicht. Nee, darf er nicht. Jack, bist du ein Träger? Auch nicht. Excel, du bist aber ein Träger, oder? Jawohl. Na denn. Kümmer du dich um das Eichhörnchen. So, wunderbar. Die Wände werden dann auch allmählich. Das hier kann abtransportiert werden. Tja, ich überlege noch, ob es nicht sinnvoll wäre, wenn das jetzt hier der äußere Bereich bleiben sollte, dass wir hier noch eine zweite Wand reinzimmern. Wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert, dass die sich dann hier nicht durchbomben, wenn sie mal Bock drauf haben. Ja, schauen wir mal. Erstmal wird hier das dritte Bett gebaut. Sehr schön. Das heißt, da haben wir gleich ein weiteres Schlafzimmer. So, und das werden wir mal für Timmy festlegen. Scheiße, da werden wir angegriffen. Mal gucken. Oh, das sind einige. Was habt ihr für Waffen dabei? Splittergranate. Ernsthaft? Needlegun? Okay. Molotow-Cocktail. Molotow und Needlegun. Okay. Also wenn wir die mit den Molotows und der Splittergranate ausschalten, dann haben wir glaube ich die Hälfte. Dann sind die auf der Flucht. Die kommen wahrscheinlich hier oben rein. So, die Frage ist, ob die gleich angreifen. Ich befürchte es fast, dass wir uns dann dementsprechend schon mal aufstellen müssten. Okay, Sarah, du wirst heute Nacht nicht schlafen, glaube ich. Du wirst dich mal hier hinstellen. Timmy nicht, Penny schon. Penny stellt sich zur Sarah. Vector kann sich hier hinstellen. Mo kommt dahin. Axel kommt dahin. Grupp nicht. Und Jack, haben wir noch eine andere Wache für dich? Müssten eigentlich, glaube ich, oder? Was haben wir denn hier? Ein PDW, okay. Ich glaube, da ist die Reichweite aber nicht so groß. Okay, lassen wir mal gucken. Wenn wir das PDW mal anschauen. 24 Meter Reichweite. Und ich glaube, da ist Jacks Bogen ein bisschen besser. Ach, warte mal. Nochmal. Jack, Inventar. Und wie lang oder wie weit kann der Bogen schießen? 32 Meter. Auf jeden Fall definitiv besser. Das heißt, er wird den behalten. Und wird sich einfach mal hier mit irgendwo dazu gesellen. Sagen wir mal hier unten erstmal. So, schauen wir mal. Okay, da kommen die auch direkt schon an. Wunderbar. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein.
Sarah steht ungünstig. Warte mal. Du musst noch ein bisschen weiter vor, Mädchen. Alter, wo wollt ihr denn hin? Kommt ihr nicht zu uns? Okay, nee, die wollen irgendwie unten lang. Scheiße, das habe ich jetzt nicht berücksichtigt. Jack, du bitte dort runter. Axel, du bitte dorthin. Ich hoffe, wir erwischen die schon mal so zwischendurch. Ah, Misty, komm. Wieso macht ihr das? Wieso kommt ihr nicht zu uns, Mädels? Okay, stellt euch bitte hier runter. So, die sind fleißig noch am Schießen. Alter, die wollen ja wirklich woanders lang. Mensch, das ist ja aber ärgerlich jetzt. Was soll das denn? Wo wollt ihr denn hier lang? Was soll das denn? So, da steht ein Molotow-Cocktail da. Okay, bringt ihm nur nichts. So, jetzt machen wir erstmal die zwei hier kalt von hinten rum. Mal sehen, ob wir den Mole auch noch erwischen. Nein, noch nicht ganz. Okay, wir gehen mal ein bisschen weiter vor. So, macht... Ja, jetzt boxen oder jetzt verschaffen die sich natürlich hier den Zugang. Leute, wir sind hier, wir sind auf der anderen Seite. Natürlich müssen wir jetzt hier ungeschützt auf offener Flur stehen. Jawohl. So, jetzt kümmert euch um die anderen. Wenn wir den hier haben, dann müsste es soweit passen. Jetzt trefft den doch mal, jawohl. Okay. So, da haben wir es soweit erstmal geschafft. Die anderen werden wir jetzt auch noch zerlegen dafür, dass die uns hier die Einrichtung zerstört haben. Na komm, Mitch legen wir auch noch hin. Jawohl. So, ihr kümmert euch um euch selber. Ach, das ist ärgerlich, dass es jetzt so passieren musste. Wieso haben die sich nicht, ja, einfach uns mal gestellt? Das wäre doch viel einfacher gewesen. Für uns zumindest. Und die haben jetzt dadurch auch nicht viel mehr erreicht. Also weitergekommen sind sie jetzt auch nicht, außer dass wir jetzt noch ein bisschen Verletzte haben. Müssen wir uns gleich mal anschauen, wie schlimm das aussieht. Geht noch. Ich glaube, Timmy war Arzt, oder? Genau, Timmy, kümmere dich mal um die Sarah. Und dann hat man, glaube ich, noch einen Arzt. Timmy und Mo. Ja, Mo ist auch Arzt, aber Mo ist selber verletzt. Wen können wir denn noch losschicken? Hier, Jack könnte man notfalls nochmal festlegen. Dann machen wir auf Level 4, dass der das sonst nicht ständig macht. Und Jack wird sich mal um Vector kümmern. Und hier sind es minus 5 Grad drin. Wieso das? Ach, scheiße, weil die hier die Tür eingerissen haben. Scheiße. Granitwand. Ganz schnell bauen. Wer kann das machen? Grupp, kannst du zufällig bauen? Nein, Grupp kann nicht bauen. Penny, du kannst aber, glaube ich, bauen. Benötigt Material. Na, ganz groß. Abbrechen. Dann machen wir es ganz kurz aus Holz. Vorübergehend zumindest. Wo haben wir es? Da. Okay. Penny, kümmere dich. Dass hier der Raum wieder dicht wird. Und direkt nochmal. Jawohl, okay. Da haben wir den Raum erstmal soweit wieder dicht. Dann müsste die Temperatur auch steigen. Und wir brauchen eigentlich dann auch wieder diese Autotür hier. Lass erstmal gucken. Strommäßig, das passt alles. Weil die Autotür können wir weglassen. Wir reißen das hier stattdessen noch mal sogar mit ab. So, und ich hoffe, die anderen kümmern sich jetzt nach und nach um die Verletzten. Timmy, was machst du? Versorgt Sarah, okay. Gut, da ist er dran. Wie lange braucht der denn? Mit der hat doch gar nicht so viel. So, Timmy, was machst du jetzt? Verzehrt einfach Mahlzeit. Um Gottes Willen, du wirst dich hier um Mo kümmern. Behandle den mal. Essen kannst du später mal. Das ist gerade viel, viel wichtiger. Und den Axel müssen wir uns auch gleich drum kümmern. Das kann eigentlich auch der Jack machen, oder? Der Jack, den hat man jetzt gerade auch umgestellt. Genau, behandle mal den Axel. Kümmer du dich mal drum. Dann geht es ein bisschen schneller. Gut. Ich glaube, dann hätten wir das. Sehr gut. So, dann werden wir den Jack mal wieder umstellen, dass der wieder alles machen darf. Quatsch, dass der kein Arzt mehr macht. So rum. Gut, das sollte passen. Da müssen sie dann halt hier einmal außen rumlaufen, um die Leichen zu holen. Im Moment zumindest. Das wird sich natürlich langfristig dann auch noch verändern. Und ich überlege, haben wir jetzt genug Granit beisammen? Wahrscheinlich nicht, weil wir haben ja so viele Aufträge hier. Ne, da müssen wir uns noch gedulden, dass wir das Holzstück dort wieder austauschen können. Die lassen wir hier elendig verrecken, die alten Spinner hier. Die können um ihr Leben kämpfen, da habe ich jetzt gar kein Mitleid. Ja. Guck trotzdem mal ganz kurz. Wäre natürlich ganz nett wegen Bergbau.
kochen kann er auch noch. Das ist natürlich auch noch ganz nett. Ach Mensch, aber ich will ihn eigentlich gerade gar nicht gefangen nehmen. Ich bin ein bisschen stinkig auf die. Hm. Wir kriegen früher oder später eh noch genug. Wir müssen uns erstmal um unsere jetzigen Kolonisten kümmern, dass die alle einen Schlafplatz haben und so weiter und so fort. Und die lassen wir, wie gesagt, jetzt erstmal elendig verrecken. Das haben sie nicht anders verdient gerade. Gut. Also der wird wahrscheinlich auch bald sterben. Am besten mal daneben stellen und auslachen. Hm. Nee, aber jetzt wirklich gar kein Mitleid mit denen. Sind die sogar so feige, dass die sich nicht mal im Kampf stellen wollen? Kann es ja wohl nicht geben. Das ist ja Schweinerei, ist das. Aber genau deswegen, wegen solchen Typen, wäre es eigentlich ganz praktisch, wenn wir hier zwei Wände hätten. Also nach außen, dass wir immer zwei Wände haben nach außen. Weiß nicht, ob das wirklich gut ist, aber man müsste es halt mal testen, ob es dann was bringt. So, hier seid ihr fleißig am Machen. Ich glaube, hier kann dann schon der nächste, die nächste Stützhalterung rein. Und ich kann gerade kein Granit auswählen. Stimmt, wir haben auch keins mehr, was sie verarbeiten können. Warte mal, das müsst ihr mal transportieren, dass sich da jemand drum kümmert. Und ich würde ja hier gerne noch mehr rauskriegen. Das ist im Moment ganz schön wenig, was wir hier rausholen. Axel, kannst du nicht nochmal? Jawohl, guck mal hier. Das nochmal mitnehmen. Komm, Axel, nochmal so einen Brocken. Jawohl, sehr schön. Und wenn es geht, auch nochmal. Jawohl, und gern auch noch mehr davon. Schade. Okay, aber hier haben wir nochmal einen. Wunderschön. Gut, dann kriegen wir darüber erstmal wieder ein bisschen Granit ran. Und dann können wir jetzt, wie gesagt, aber wirklich die Stützpfeiler hier mit ranstellen. Genau, hier müsste der hin. Dann sollte das klar gehen. Gut, das hätten wir dann. Dann können wir natürlich definitiv auch hier den Abbau schon mal soweit in Auftrag geben, dass das soweit passt. Hier müssen sie sich noch durchbuddeln. Das kriegen wir aber auch hin. Und das können wir natürlich dann... Eigentlich können wir es schon mal in Auftrag geben, dass das auch schon mal gemacht wird. Dass dann das Lager soweit wirklich langsam fertig wird. Dann müssen wir natürlich auch noch auskleiden mit schicken Boden und so weiter und so fort. Und wir haben natürlich eine Sonneneruption. Na, ganz groß. Hm. Das heißt kein Strom, aber im Moment, das passt ja in dem Zusammenhang zumindest erstmal ganz gut, dass es draußen auch nicht so warm ist, weil es gerade doch schon Plusgrade annimmt. Und die fangen hier an zu sehen, das ist doch dämlich, das ist doch die falsche Saison doch hier. Und wieso ist das ein anderes Feld? Achso, das war der... Nee, was wird denn hier angebaut? Ach, das Xerigium. Nee, das lassen wir mal schön sein. Anbauen jetzt im Winter macht jetzt wenig Sinn, Leute. Könnt ihr schon sein lassen. Kümmert euch das da lieber um die anderen Sachen, die sind wichtiger. Gut, hier die Wände zum Beispiel, das wäre noch ganz nett. Oder hier die Verarbeitung halt. Oder dass wir allgemein genug Blöcke rankriegen, die wir dann verarbeiten können. Das ist natürlich auch wichtig. So, Großhandler klicken wir erstmal weg, da können wir wahrscheinlich eh nichts machen. Zumal wir gerade Stromausfall haben, da funktioniert das Funkgerät natürlich ebenso nicht. So, cool wäre, wenn wir jetzt wirklich noch ein paar Blöcke rauskriegen würden, die wir dann verarbeiten können. Im Moment sieht es aber ziemlich schlecht aus. Und da hat sich mal einer hervorgetan. Hm. Aber generell sieht es ganz schön mau damit aus. Also ich hätte gern mehr davon. Das muss doch irgendwie möglich sein. Guck mal hier auch nochmal. Da nochmal. Ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn man da dran bleibt und dann ja öfters mal klickt, dann kommen dort auch mehr raus, als wenn sie dort alleine arbeiten. Es kann natürlich ein, oder es ist definitiv natürlich ein sehr subjektives Gefühl, aber ich halte es für möglich. Hm. So. Gut, guck mal, das Bett wird auch demnächst fertig werden. Ich denke mal am nächsten Tag, dann hätten wir das auch schon mal soweit vorbereitet. Und dann können wir natürlich auch hier die Leute dann langsam aber sicher umverlegen. Mensch, das kriegen wir alles hin. So. Okay, der will erstmal frühstücken wahrscheinlich. Genau. Haben wir noch genug Mahlzeiten? 176. Wer ist denn gerade am Kochen? Weil ich... Mo macht es definitiv nicht. Okay, die Penny kocht. Auch nicht schlecht. Gut. Naja, warum nicht? So, das Bett ist fertig. Guck mal hier. Dann wen tun wir denn verlegen? Den Axel. Zuweisen und wo haben wir ihn? Da ist er. Wunderbar. Gut, dann müsste hier wieder eins frei sein dafür. Genau, das oberste. Das kann weg. Sehr schön. Gut, hier bauen sie noch nicht. Da fehlt es noch an Material. Dafür machen sie hier unten erstmal fertig. Das ist auch nicht schlecht. So,
Sobald hier die Wand dicht ist und die Tür jetzt drin ist, können wir natürlich das hier rausreißen. Dann kriegen wir auch nochmal ein bisschen Material zurück. Ist natürlich auch ganz nett. Und schauen wir mal. Hier gibt es auch nochmal ein bisschen Material raus. Das ist sehr nett. Ich hoffe noch auch ein bisschen auf mehr. Weg da, komm, leg dich ins Zeug. Wir wollen hier noch was raus haben. Will er nicht. Ne, Tatsache nicht. Schade. Dabei brauchen wir das so dringend. Haben wir denn auf der Karte hier irgendwo naheliegend noch mal ein bisschen was? Guck mal hier. Das können wir auf jeden Fall alles einsammeln lassen. Das ist genau das, was wir brauchen dafür. Theoretisch hier, guck mal, können wir auch noch mal mitnehmen lassen. Auch das ist das Richtige. Hier unten hätten wir auch noch mal eine Möglichkeit. Alter, okay, also glaubt, theoretisch, wir haben noch genug hier rumliegen. Das sollte fast passen. So, guck mal, den hat es auch endlich entschärft. Das ist natürlich auch ganz nett. Dann kann der auch demnächst verbrannt werden. Gut. So, und ich hoffe, genau, die kümmern sich jetzt darum, dass das Zeug hier rangetragen wird. Und die anderen werden das dann hoffentlich verarbeiten. Jawohl, sieht gut aus. Und dann sollten wir doch mit den Wänden hier demnächst fertig werden. Guck mal hier, dann können wir das nämlich wieder rausreißen. Das kommt weg und die Tür kommt ebenso weg. Hier können wir stattdessen dann das Kabel rausreißen. Müssen uns aber erstmal vergewissern, dass das hier auch soweit alles durchverlegt wurde. Jawohl, das passt. Dann bitte weg damit. So, wunderbar. Dann können wir das hier theoretisch auch noch mit rausreißen. So, kriegen wir auch hin. Und hier, ja, ich glaube, das werden wir dann auch später nochmal mit rausreißen, dass wir dann hier vielleicht nochmal einen Gang hinbauen. Wobei, das kann ruhig außen sein, das ist, glaube ich, nicht ganz so entscheidend. Gut. Wieso sieht das farblich so anders aus? Wahrscheinlich, weil das überdacht ist und das nicht. Aber gut, dann haben wir uns auf der Seite auch schon mal etwas abgesichert. Hier oben wird das auch noch gemacht. Wunderbar. Dann sind wir von der Seite auch sicher. Dann können die halt quasi nur noch von hier aus rankommen. Und das müsste man dann halt dementsprechend schützen. Ja, kriegen wir auch irgendwie hin. Ich überlege halt noch, wie groß das Feld dann werden soll für das nächste Frühjahr. Wie viel Teufelsgarn wir hier anbauen wollen. Und wie wir strommäßig klarkommen, ob das soweit passt. Ich glaube, so im Groben und Ganzen ist das schon in Ordnung, was wir herstellen. Natürlich jetzt in der Nacht machen wir ein bisschen Minus, weil die Windräder auch stillstehen. Jetzt wird es aber gerade wieder Tag und ihr seht, wie das schnell wieder nach oben geht. Also ich glaube, das ist soweit in Ordnung erstmal von der Stromversorgung. So, dann werden als nächstes die Betten natürlich hier noch gemacht. Die Bäume können wir abholzen lassen, jawohl. Und den hier, wenn es geht, auch nochmal. So, der Rest, das ist alles soweit in Ordnung, jawohl. Und dann können wir natürlich hier gleichzeitig aber auch sagen, bei Möbel, wir hätten gern aus Holz die Blumentöpfe hier drin. Genauso wie dort. Wunderbar. Und eine Stehlampe darf es auch noch sein auf beiden Seiten. Genauso wie ein Heizkörper. So. Wunderbar. Was wir natürlich auch noch gleich mit reinstellen, das Bettchen. So, und wenn wir das dann erledigt haben, dann haben alle unsere Kolonisten erstmal ein Bett und sind hoffentlich vollends zufrieden damit. Gut. So, sehr schön. Also es wird langsam. Überlegt Krankenstationen, wo wir die dann reinstellen werden. Da müssen wir noch überlegen. Wir brauchen hier auf jeden Fall dann langfristig irgendwo eine Zugangstür. Ich denke mal, die könnten wir hier vielleicht reinsetzen. Das gehen wir mal gleich in Auftrag. Strukturen. Granit-Autotür. Lass mal hier eine reinsetzen. Ja, es müsste in Ordnung sein, wenn wir hier von der Seite reinkommen. Ich glaube, von dem Wohnzimmer aus will ich zumindest auf der Seite jetzt keinen Zugang haben. Nee, warten wir erstmal ab. Genau, machen wir erstmal nur von der einen Seite. Gut, ansonsten baumaterialmäßig müsste es jetzt langsam wieder besser aussehen. Ich glaube, wir legen eventuell auch ein bisschen Granitblöcke zurück. Jawohl, dann können die das nämlich auch wirklich demnächst angehen, hier das Thema. So, dort haben wir überall die Stützbalken drin. Ich bin wirklich gespannt, ob das hier ausreicht mit diesem Stützbalken. Ich bin mir da sehr unsicher, weil hier fehlt theoretisch dann die Verbindung. Also eigentlich müsste genau hier irgendwo nochmal ein Balken mit rein. Aber wir werden es herausfinden. Das ist, glaube ich, ja nur ein einfaches Dach. Das heißt, es dürfte keinen erschlagen. Hoffe ich zumindest. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Sieht man das hier? Errichtetes Dach, genau.
Das ist überhängendes Gebirge, genau. Solange hier errichtetes Dach ist, erschlägt das, glaube ich, keinen, wenn das dann zusammenbricht. Und sich dort zufällig einer drunter befinden sollte. Schauen wir mal. Vector, kannst du mal das hier in erster Linie abbauen? Genau. Dass wir gleich mal sehen, ob das hier irgendwie hält. Wunderbar. So, wenn wir das jetzt hier nach und nach zurücknehmen, bin ich wirklich gespannt, ob das halten wird. Aber ich, also eigentlich eventuell ja. Bin mir noch nicht ganz sicher. So, Vorratskapsel kam runter. Auch wieder so am Ende der Welt. Was gibt's denn Leckeres? Muffalo-Fleisch. Also werden die Tiere sowieso nach und nach jetzt verzehren. Ja, das können wir gleich liegen lassen. Alter, was ist das denn für eine fette Herde hier? Wow, nicht schlecht. Könnten wir mal eine Runde jagen gehen? Besser gesagt, wir könnten noch mal so einen Alpaka zähmen. Ich glaube, die Alpakas können aber nicht tragen. Nein, leider nicht. Könnt ihr zufällig tragen? Ich glaube auch nicht. Mittelmäßig? Nein. Schade. Aber die Alpakas geben schöne Wolle. Na, guck mal, hier liegt auch noch was rum. Den könnt ihr nochmal wegtragen, wenn irgendjemand mal die Zeit dafür hat. Man könnte natürlich Wildschweine zähmen. Ich glaube, die können tragen, genau. Haben allerdings nur eine Fleischmenge von 63. Das ist nicht ganz so prall. Ich überlege noch, was wir halt vielleicht als Haustiere dann langfristig mal züchten sollten. In meinem privaten Spiel, das kann man eigentlich, glaube ich, kaum erzählen, züchte ich Huskies. Die haben eine Fleischmenge von 90. Und ja, können natürlich gleichzeitig auch tragen und die Alten werden dann immer geschlachtet. Und wenn ich dann irgendwann keinen Alten mehr habe, werden auch die Jungen mal geschlachtet. Ja, aber gut, das ist, glaube ich, fürs Let's Play jetzt nicht ganz so geeignet dann. So, wir wechseln mal die Besitzer. Und zwar den Vector bräuchte man noch. Der kriegt sein Zimmerchen. Dann den Grupp, da hätten wir auch schon ein Zimmerchen. Jawohl, und dann brauchen wir noch eins für den Mo. Okay, Mo, komm mal ran hier, das wird dein Zimmer sein. So, und wenn das Bett dann fertig ist, dann haben wir eigentlich alle Kolonisten soweit versorgt. Die können wir abreißen, das sollte passen. Mörderisch schläft noch in der Küche, auch den werden wir dann irgendwie mal umverlegen, dass der woanders pennen kann. So, ich glaube, hier können wir auch schon mal abreißen. Das dürfte kein Problem darstellen. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben wir aber auch die Leitung soweit fertig. Genau. Das heißt, auch die können wir wegreißen. Gut. Sollte passen. Und eigentlich können wir hier die Wand auch wieder austauschen. Wir werden das dazu mal abreißen und werden dann direkt dabei stehen, aber dass wir dort die nächste Granitwand reinzimmern. Jawohl. So, dann mal bitte machen. Und was wir auch im Auftrag geben werden, sobald sie, ja, es wird noch ein bisschen dauern, sobald sie dann hier mit dem Abbauen fertig sind, dass wir dann hier abbauen. Denn hier soll dann unsere Forschungseinrichtung und so weiter reinkommen. Oder alternativ, habe ich mir auch noch überlegt, müsste man mal ausmessen, wie groß das ist, dass wir eventuell hier eine, ja, größere künstliche Plantage anlegen. Ich muss mal kurz Pause drücken, dass wir das erstmal nur planen können. 11 Felder wäre so, dann 2 Felder frei, dann nochmal 11 Felder drauf. Hier wäre die Wand. Okay, das heißt, das würde bis dahin gehen. Wenn man es mit 3 Feldern frei machen würde, wäre es dann so. Das wäre eine Maßnahme. Okay, lass mal gucken. 11 Felder so. Das heißt, hier müsste die Wand sein. Das müsste so sein. Okay, wir brechen das hier soweit ab. Das ist in Ordnung. Das bauen wir hin. Gut, dann testen wir mal. Vielleicht wird das ja was. Die Tür müsste erstmal freigelegt werden, dass ihr dann natürlich dann auch dort langlaufen könnt. Und das wird Axel dann mal gleich machen. Ja, priorisier das mal. Nicht, dass die ständig außen rumlaufen müssen. Jawohl, und bitte auch nochmal. Sehr gut. So, dann haben die nämlich hier einen freien Zugang. Und das wird hier abgerissen, genauso wie das und das. Und das müsste so weggerissen werden. Jawohl, sollten wir auch hinbekommen. Wie gesagt, wir können hier, wenn, dann gleich alles schon mal abreißen, weil das brauchen wir definitiv nicht. Aber hier können wir auch nochmal. Und stattdessen bitte hier die Granitwand noch mit hin. Warte mal, kümmere dich mal. Und dann bitte tragen. Jawohl.
Gut. Dann hätten wir das auch schon. Der Raum ist erstmal nur provisorisch. Den werden wir jetzt im Moment noch nicht bestücken. Den legen wir nur schon mal an, weil wir es können. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir den dann ausstatten können. Das soll ein Plantagenraum werden, ein doppelter, wo hier eine Plantage ist und hier eine Plantage ist. Dann werden wir hier den nächsten Plantagenraum erstellen und vielleicht lassen wir das dann auch ineinander übergehen, dass wir hier zum Teil noch Hydrokulturen verwenden und hier dann wirklich den richtigen Boden dafür nutzen, was natürlich wesentlich effektiver sein würde. Gucken wir mal. Kriegen wir aber irgendwie hin. Besuchergruppe. Interessiert uns im Moment nicht, aber ich sehe auch gerade wieder auf die Uhrzeit. Mensch, wir nehmen schon wieder so lange auf. Ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen bei euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr mögt, morgen wieder mit einschalten, wenn es heißt Let's Play RimWorld. Bis dahin. Ciao, ciao.